Wir verlassen Schehen in Richtung Ruikan, rund 130 Kilometer entfernt. Es geht den Telemark-Kanal entlang und wir erreichen am frühen Nachmittag die 80 Kilometer entfernte Stabkirche von Hedal. Eins gab es in Skandinavien mehr als 1000 derartige Kirchen. Heute existieren noch 28 davon, ausschließlich in Norwegen. Die Stabkirche von Hedal soll die größte Norwegens sein, erbaut um 1250 nach Christi. Wobei einige Baumaterialien aus dem 9. Jahrhundert stammen, sodass sie auch älter sein könnte. Allen gemein ist die Konstruktion mit Eckmasten, die Stäbe und ein Balkengerüst mit auf Schwellen ruhenden Wandbohlen, die Stabwände. Um das Jahr 1600 hat man die Kirche umgebaut und 1850 renoviert. Ihren ursprünglichen Zustand stellte man 1950 wieder her, sodass sie jetzt so aussieht wie einst. Nebenan lässt sich im Café Olea eine Rast bei Kaffee und Kuchen machen. Zudem gibt es im Laden Souvenirs und Handwerksprodukte. Auch kann man in dem Gebäude ein Museum besichtigen. Weiter geht es bei schönstem Wetter durch Wälder und hügelige Landschaften zu unserem Ziel, der Stadt Ruikan. Dort beziehen wir eine Hütte für die nächsten 2 Tage. Am kommenden Morgen geht es in die Berge auf den 1883 Meter hohen Gaustatoppen. Das Wetter hat umgeschlagen, in der Höhe ist es nebelig. Man kann auf den Gaustatoppen in knapp 3 Stunden hochwandern oder aber mit einem Zug und einer Schrägseilbahn erklimmen. Erbaut von der NATO im Jahr 1954. Findet sich hoch oben durch eine jahrzehntelang geheime Anlage des Militärbündnisses, die um die Jahrtausendwende stillgelegt wurde. Seitdem nutzen Touristen die Bahn. Erst führt ein kleiner Zug etwa 840 Meter tief in den Berg hinein, dann folgt die Schrägseilbahn mit einer Steigung von 39 Grad. Sie überwindet in 10 Minuten rund 1100 Höhenmeter. Der Gaustatoppen wird von vielen als einer der schönsten Berge Norwegens bezeichnet. Vom Gipfel aus soll man ein Sechstel ganz Norwegens sehen, bei entsprechender Sicht, die wir nicht hatten. Die Bergspitze lag dicht im Nebel.
Zurück in Ruikan bietet sich ein Besuch des alten Bahnhofes an, heute eine Museumsanlage. Die durch das Vestfjordtal laufende, von 1909 bis 1991 in Betrieb befindliche Bahnstrecke, die alten Fahrzeuge und Fährschiffe sowie große Wasserkraftwerke vom Anfang des 20. Jahrhunderts sind Weltkulturerbe der UNESCO. In dem Bahnhof endet die 46 Kilometer lange Bahnstrecke. Die Züge wurden auf Fähren rangiert und nach Mähl verschifft. Dann ging es auf Gleisen weiter nach Schäen. Transportiert hat man vor allem Chemikalien von Norsk Hydro. Zwei der alten Eisenbahnfähren lassen sich besichtigen. Die 1956 erbaute MF Storgut war die letzte auf dem Tinnsee eingesetzte Eisenbahnfähre. Die drei Dieselmotoren der Werke Mannheim leisten 750 PS. Das reicht im Normalbetrieb für 13 Knoten, also 24 Kilometer pro Stunde. Für die 30 Kilometer lange Strecke auf dem See benötigt sie 80 Minuten. Sie ist für gelegentliche Fahrten noch in Betrieb. Der Storgut ließ sich 21 Waggons laden und es war Platz für 400 Passagiere. Während die zweite Klasse im Unterdeck untergebracht war, konnten die Passagiere der ersten Klasse den Blick vom Oberdeck aus genießen. Die letzte dampfbetriebene Eisenbahnfähre der Welt, die SF Ammonia. Die Museumsarbeiter restaurieren sie derzeit, um sie wieder irgendwann in Betrieb nehmen zu können. Auf der Fähre ließen sich 17 Eisenbahnwaggons sowie 150 Fahrgäste unterbringen. Zwei Dampfmaschinen mit je 400 PS ließen sie eine Geschwindigkeit von 12 Knoten erreichen. Vom Stapel gelassen hat man sie im Juni 1929. Heute ist ein Fahrtag vorgesehen. Vorwiegend auf kleineren Straßen geht es etwa 300 Kilometer nach Borgund. Rund 100 Kilometer entdecken wir ein Schild mit dem Hinweis auf ein Freilichtmuseum und die Stabkirche Udal. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert finden Erweiterungen statt und später noch einige Umbauten. Dennoch bietet sie einen sehr guten Eindruck der alten Zeiten. Die Wandmalereien im Inneren stammen von 1770. Musik
Auf dem Freigelände finden sich weitere zahlreiche landwirtschaftliche Gebäude wie Vorratshäuser, Getreidemagazine, Scheunen, ein Sommerwohnhaus reicher Bauern, Schulhaus oder eine Bachmühle. Die meisten der Gebäude stammen aus dem 19. Jahrhundert, das älteste aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es geht über kurvenreiche Straßen und Pässe weiter bis nach Borgund. Unser Ziel ist die dortige Stabkirche. Sie ist noch so erhalten, wie man sie vor über 800 Jahren um 1180 erbaut hatte. Es fanden keine Umbauten statt. Ein einmaliges Dokument vergangener Zeiten. Folgetag steht eine kürzere Fahrtstrecke von 150 Kilometern zur Sognefjellshütta in den Bergen an. Da es durch wunderbare Regionen geht, sollte man sich dafür schon einen ganzen Tag Zeit nehmen. Erst fahren wir durch eine Schlucht, dann kurvenreich an einem Fjord entlang und später hoch in die Berge auf etwa 1400 Meter.
Die E55, auf der wir gerade unterwegs sind, soll eine der schönsten norwegischen Landschaftsrouten sein. Hier zeigen sich die Berge von ihrer wildesten oder schönsten Seite, je nach Wetter. Das wechselt sehr schnell. Es geht zudem über Nordeuropas höchsten Pass auf 1434 Meter gelegen. Auf der Höhe finden sich zahlreiche Schneefelder aus dem letzten Winter. Eine traumhafte Fahrt und viele Gelegenheiten für Fotos und um die Drohne außerhalb des Nationalparks aufsteigen zu lassen. Die Sognefelshütta, sie liegt inmitten dieser wunderbaren Bergwelt mit Seen, schneebedeckten Bergen und Gletschern, umgeben von mehreren Nationalparks. Ich befinde mich derzeit bei der Sognefelshütta in etwa 1400 Meter Höhe in der Region Jotunheimen. Diese Gegend zeichnet sich durch zahlreiche Nationalparks aus. Sie laden zum Wandern und Fischen ein. Vom Quartier aus bietet sich am Abend eine kurze Wanderung an, runde 4 Kilometer über steiniges und sumpfiges Gelände, über Schneefelder und um kleinere Seen herum. Man sollte das Wetter nutzen, wenn die Sonne gerade scheint. Der Jotunheimen Nationalpark ist eine alpine Landschaft mit Gipfeln, Gletschern und Seen. Die Bergwelt bietet passionierten Wanderern oder Bergsteigern wunderbare Touren.
Markierte Wanderwege von Hütte zu Hütte sorgen abends für warmes Essen und ein Dach über dem Kopf. Auch Gletscherwanderungen oder Gipfeltouren lohnen, erfordern jedoch entsprechende Kenntnis und Erfahrung sowie eine entsprechende Ausrüstung. Wer will, kann diese Touren mit einem Gletscherführer machen. Etwa 34 Kilometer sind es bis zur Laivasbufjellstu. Hier steht eine größere Berghütte, ein Zentrum für Bergsteiger und Wanderer und Ausgangspunkt für Gipfeltouren. In dieser Gegend tummeln sich mehrere Berge mit Höhen über 2000 Meter. Im Nationalpark liegt auch der höchste Berg Norwegens, der 2469 Meter hohe Galdhøpiggen. Wer möchte, kann natürlich auch zelten. Gilt in Norwegen doch das Jedermannsrecht, sprich, wenn man niemanden stört, gewisse Regeln einhält und alles so zurücklässt, wie man es aufgefunden hat, ist Zelten nahezu überall erlaubt. Wir verlassen den Sjugnefels bei wunderbarem Wetter, dann geht es weiter Richtung Geiranger. Es werden an diesem schönen Tag nur 150 Kilometer Fahrtstrecke.